Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Sonic Generations. Wir sind in der neuesten Aufnahme und in der letzten Aufnahme haben wir hier die gesamte Retro-Zone geschafft und wir gehen jetzt weiter zur Dreamcast-Ära. Ja, ich habe seit einer ganzen Weile keine Videos mehr aufgenommen, liegt vor allem daran, dass ich in der Schule Stress hatte. Jetzt sind Ferien und ich hoffe, ich komme mehr dazu aufzunehmen. Was noch zu sagen ist, einigen Leuten fällt es vielleicht gleich auf, ich habe nicht mehr gleich viel Leben wie am Ende des letzten Parts. Das liegt daran, dass ich schon einmal versucht habe aufzunehmen. Aber das ging leider daneben und dementsprechend musste ich bis zu dem Teil nachspielen, wieder zurückspielen, nachspielen, wie auch immer man es nennen will. Weil Sonic Generations ja nur einen Speicherstand hat und darum der letzte, da wo wir die letzte Aufnahme beendet haben, gelöscht war. Ja, und ohne großes weiteres Rumgerede sagen wir ich mal, los geht's, ab in den Speed Highway. Der Speed Highway stammt aus Sonic Adventure, einem der besten Sonic-Titel, finde ich. Zumindest aus der Dreamcast-Ära. Und ja, was lässt sich noch sagen? Die Stage spielt halt in einer relativ futuristischen Stadt mit Roboter-Cops und allem möglichen Kram. Ja, das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Ich weiß zwar nicht, warum hier diese Baggerschaufeln überall in der Luft rumhängen, aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Das Einzige, was mich so ein bisschen an der Stage hier nervt, ist, dass da so also viel über dem Abgrund spielt, weil, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht zu dem gesamten Setting, von wegen futuristische Stadt und so. Aber, okay, andererseits kann man auch sagen, dass es auf den Hochhausdächern spielt, also ist wohl eher Geschmackssache. Teilweise geht es auch, wie man hier sieht, in die Häuser hinein. Das scheint irgendwie ein Hotel oder sowas zu sein. Und ja, die Teile gefallen mir grafisch ein bisschen besser noch als der Teil draußen, auch wenn der auch super gemacht ist für mich. Und ja, die Gegner hier sind ein bisschen fies, die können nämlich so ein Elektrofeld erzeugen, aber nichts, was man jetzt groß als Bedrohung ansehen könnte. Was man hier machen möchte ist, man möchte zuerst sich zusammenkugeln, um hier unter der Lücke durchzukommen. Und hier möchte man einfach springen. Natürlich an die Stachelkugel immer auch vorbei, soweit es geht. Was uns jetzt nicht so toll gelungen ist, aber egal. Wenn man hier gegen die Glocke springt, da kommen Ringe raus, aber ja, für die paar Ringe ist es eigentlich eine Zeitverschwendung. Also, naja. Hier auf der Feder möchte man die ganze Zeit rumhopsen, bis die Plattform da ist. Ja. Und rein zufällig kommt ein Hubschrauber, an dem wir uns festhalten können. Was für Zufälle es gibt. Perfekt, den Bootwing haben wir eingesammelt. Und zum Beispiel das. Warum sollten einfach Baggerschaufeln einfach rein zufällig in der Luft rumhängen? Warum hängen die Baggerschaufeln überhaupt in der Luft da? Aber okay, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen dringelig. Genauso wie hier diese einfach in der Luft schwebenden Plattformen, aber okay, warum will man in einem Jump'n'Run in einem Videospiel groß nach Sinn suchen? Und damit wäre das Level auch schon geschafft. Den S-Rang, den haben wir, glaube ich, ziemlich locker geschafft. Können wir ja jetzt sehen. Ja, locker. Okay. Diese Animation finde ich immer noch unglaublich nervig. Aber was ein schönes Detail ist, ist, dass die ganzen Straßen auf den Straßenschildern nach Sonic-Charakteren benannt sind. Das ist richtig nett. Ja, und ohne große Umschweife geht's jetzt weiter mit Speed Highway Act 2, mit Sonic. Speed Highway Act 2 ist ein bisschen näher am Original dran, weil, ja okay, schauen wir uns das Tutorial an. Okay, also Speed Highway Act 2 ist ein bisschen näher am Original dran, weil ab der Dreamcast-Ära die meisten Sonic-Spiele wieder in 3D, was heißt wieder, meistens Sonic-Spiele in 3D waren. Und ja, aus dem Grund ist die gesamte Stage ja auch in 3D gehalten.
auch wenn es solche Stellen im Original nicht gab. Aber wer auf meinem Kanal schaut, ich habe auch vor, Sonic Adventure DX zu let's playen, was im Prinzip nur ein Remake von Sonic Adventure ist. Und dementsprechend freue ich darauf, die Stage im Original auch sehen zu dürfen. Den Teil haben die, finde ich, auch schön gemacht, wo man über diese Brücke da sprinten muss. Auch wenn ich nicht weiß, wie man den Teil schaffen soll, wenn man keine Turboanzeige hat. Was ja unter Umständen auch passieren könnte. Naja, was? Ja, manchmal funktioniert der Lichtgeschwindigkeitssprint dann nicht so 100%. Muss man dann hier sich irgendwie hoch bewegen. Hier will man, wenn es geht, auf der Plattform landen. Das bringt jetzt aber keine großen Vorteile, abgesehen von ein bisschen Zeitersparnis. Sollte das. Naja, auf jeden Fall kommt hier jetzt eine der bekannteren Szenen aus Sonic Adventure. Nämlich, wo man hier das Hochhaus runterrennt. Auch eine richtig nette Szene. Hier ist ein roter Ring. Den wollen wir natürlich sammeln. Und hier wäre vielleicht eine Abkürzung, an der sind wir schon vorbei. Da wäre eine Abkürzung gewesen. Das ist wichtig, wenn man die roten Ringe sammelt, weil da halt auch ein roter Ring versteckt ist auf dieser Abkürzung. Und Mensch, was passiert denn gerade mit der Kamera? Egal. Da wäre fast runtergefallen. Das habe ich aber gerade noch Mist. Ja, aber zum Glück gibt es hier diese Plattform, die haben nochmal eine zweite Chance bieten, also alles nicht so kritisch. Was? Wie soll man denn sowas sehen? Das sollte eigentlich jetzt nicht so sein mit der Kamera, genau wie die ganzen Frame-Einbrüche, aber okay, machen wir das Beste draus und versuchen irgendwie, okay, wir haben es ja irgendwie geschafft. Mensch, ist doch schlecht. Egal. Ist jetzt der Vorführeffekt. Und das ist ja auch schon das Ziel. S-Rang. Naja, okay. Zeit. Ich müsste allein von der Zeit her passen. Naja, nicht ganz, aber mit den Ringen haben wir es dann doch noch geschafft. Ich habe eine absolut nervige Stimme. Wir sind zwischen Raum und Zeit. Es wäre jetzt wahrscheinlich zu kompliziert, um es für so ein kleines Kind zu erklären, aber du wirst nicht zum Mittagessen wieder zu Hause sein. Oder vielleicht doch. Kann man nicht wissen. Also, als nächstes geht's zum City Highway aus Sonic Adventure 2. Habe ich auch gekauft. War, finde ich, ein eher enttäuschender Titel. Darum werde ich den wahrscheinlich nicht let's playen. Aber wer weiß. Das läuft schon mal ganz gut. Aber die Fehler haben wir leider nicht erwischt. Darum können wir nicht, wie ich eigentlich immer will, oben lang gehen. Weil es im Prinzip in allen, wie heißt es, Jump'n'Runs so ist, dass man immer oben lang will. Immer. Oben sind die ganzen Secrets und extra Leben und alles Mögliche. Die Roboter, die schießen auf uns, allerdings mit einer ganz schönen Verzögerung. Das heißt, eigentlich ist die auch keine große Gefahr. Im Gegensatz zu diesem riesigen Truck, der ist schon eine Gefahr. Dementsprechend waren wir ganz schnell weit von dem weg. Was wir auch ohne Probleme geschafft haben. Ja, über die Zukunft meines Kanals. Ich werde vor allem in den Ferien regelmäßiger uploaden. In der Schulzeit muss ich gucken, denke ich,
werde ich auch ein paar Videos uploaden, aber nicht so regelmäßig, wie ich es in den Ferien schaffe. Hab dafür Verständnis, aber kein Problem. Außerdem habe ich mir Scribblenauts Unlimited vorbestellt, was wahrscheinlich auch ein Titel sein wird, den ich Let's Playen werde. Das ist ein neues Power-Up in dem Spiel, das Skateboard, das gibt es nur mit dem klassischen Sonic. Gab es mit dem klassischen Sonic. Wenn man das kriegt, bewegt man sich automatisch vorwärts. Aber ich glaube, ja, wenn man nach vorne drückt, dann ist man ein bisschen schneller. Und da kann man auch mit diesen Rampen Tricks machen und dadurch höher in die Luft katapultiert werden. Hier wollen wir dann doch mal ausnahmsweise in unserem Weg nehmen, weil dann extra Leben ist. Und was noch interessant ist, rechts auf diesem Plakat an der Mauer kann man das Bild eines relativ alten Sonic-Charakters sehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Auf jeden Fall war es ein relativ alter Charakter, der nur ein paar Comics, glaube ich, eine Rolle gespielt hat und glaube in ein oder zwei kleineren Spielen mal einen Auftritt hatte. Aber nichts Besonderes. Und damit haben wir das Level auch schon geschafft. Kein Problem für einen geskillten Let's Player wie mich. Mehr oder weniger geskillt. Naja, den S-Rang haben wir auch ohne Problem geschafft. Und okay,